Es ist wieder soweit. Die Pause ist vorbei, glorreicherweise. Und dementsprechend geht es jetzt weiter auf dem großartigen Weg nach Andergast. Denn ich laufe nach Andergast und ihr kommt mit. Glücklicherweise gibt es einen Pauseknopf, falls ihr halt einfach nicht mehr könnt. Falls ihr nicht mehr mitlaufen könnt, weil ich zu schnell renne. Was ein häufiges Problem ist in meinem Leben, dass ich einfach zu schnell renne, weil ich einfach zu schnell bin. Apropos Rennen, was für eine glorreiche, großartige Überleitung. Ich bin ja immer noch dabei, die Jagd durch Andergast, beziehungsweise, wie es auch in dem Buch genannt wird, die Huts zu gestalten. Mein Mikrofon ist so weit unten, dass ich die ganze Zeit mich so nach unten beuge. Das ist natürlich nicht gut für euren Rücken. Achtet darauf, immer gerade sitzen. Weiß gar nicht, ob das gut ist. Laut Star Trek ist übrigens immer gerade sitzen gar nicht so toll. Bei Deep Space Nine wird der Shapeshifter Odo irgendwann zu einem Humanoiden mit einem Rückgrat und kriegt große Probleme, weil er zu gerade sitzt. Ich bin mir da leider jetzt gerade momentan nicht im Klaren, ob das korrekt ist. Aber also laut Star Trek, liebe Kinder, ist nur gerade sitzen auch nicht besonders gut. Und Star Trek hat eigentlich quasi immer recht. Also was ich persönlich noch ein bisschen nervig finde, ehrlich gesagt, ist das Staccato. Ich glaube, der Action Strings, ich bin mir gar ein bisschen unsicher, zu prägnant ist. Das ist unglaublich ermüdend. Ich weiß nicht, das klingt, als ob gleich irgendwie so ein Alien irgendwie um die Ecke kommt und sagt, Hallo, ich bin das Alien. Ja, was war ich so los? Falls Alien das sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gerade. Wir müssen das erstmal so. Wir gehen ja mal von. Heißt so viel wie: Wow, wir gehen jetzt erstmal das hier durch und dann werden wir mal schauen, wie genau wir das machen. Da wollte ich doch ein Cello haben, was durchgängig spielt. Ich erinnere mich. Das finde ich so eigentlich in Ordnung. Das muss doch leise sein. Das bedeutet, ich überlege mir gerade, ob ich nicht am Anfang zwar einen Bass drin habe, der aber durchgängig spielt. Damit das alles so ganz lyrisch wird und so ganz leise und dann anschwillt und dann loslegt. Da müssen wir natürlich dann noch ein bisschen leiser machen, ist ja logisch, und wir müssen dich nach rechts legen. Denn in einem klassischen Orchester liegen die Kontrabässe vom Dirigenten aus gesehen rechts. Hinter den Celli übrigens, falls das irgendwen interessiert. Und du bist jetzt ein bisschen alleine unterwegs momentan? Deswegen sticht der so raus. Warum spiele ich dich nicht eigentlich oben mit? Was kommt denn da jetzt hin? Kann mir das irgendwer sagen? Hallo? Nee. Ich mag den Sprung nicht. So, bei dem schnellen Teil hier
könnte ich jetzt überlegen, ob ich Percussions mit reinnehme. Das Problem ist, dass das halt eben alles relativ fröhlich sein soll, weswegen ich noch nicht weiß, ob ich Percussions mit reinnehme, weil es schnell passieren kann, dass es dann zu militärisch wirkt oder einfach zu gewalttätig. Es ist eine witzige Verfolgungsjagd mit großen Schwertern und vielen Toten. Aber es ist witzig. Ich habe gerade 1,5 Stunden für 20 Sekunden gebraucht. Das sind 25 Sekunden. Egal was kommt, jetzt brauche ich definitiv eine Pause. Oh, 100%.